Mehr als 4 Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutschland, aber viel zu wenig Personal. Pflegekräfte aus dem Ausland sollen diese Lücke schließen. Dieser Beruf ist mit so vielen negativen Dingen behaftet, wie Tod, Sterben, die Bezahlung vielleicht natürlich auch. Und da ist uns das schon natürlich eine große Hilfe, wenn sich dann jemand bereit erklärt, 4, 5, 6, 7.000 Kilometer zu reisen, um genau diesen Beruf hier auszuüben. Viele der Frauen und Männer kommen aus ganz Europa, Asien oder Lateinamerika. Eine große Herausforderung ist die Sprache. Jetzt, ich verstehe ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist besser. Wer es sich leisten kann, holt sich eine ausländische Pflegekraft nach Hause. Kosten bis zu 3.000 Euro im Monat. Das ist meine alte Patientin, meine Lieblingspatientin. Bin zufrieden. Die ausländischen Pfleger müssen hier einige Hürden meistern. Von Deutschprüfungen über Zusatzausbildungen bis zur Begegnung mit einer fremden Kultur. Können die Helfer aus dem Ausland unseren Pflegenotstand lösen? Dienstbeginn für Brandon Herrera. Der 25-jährige Mexikaner arbeitet seit rund 3 Monaten in einem Seniorenheim des Bayerischen Roten Kreuzes. Dafür ist er extra nach Deutschland gezogen. Die Frühschicht hat's in sich. Ich arbeite 6 Uhr bis 2:30 Uhr. Ja. Ist das anstrengend? Ist normal. In der ganzen Welt, ich glaube, Krankenpfleger muss so früh aufwachen und 6 Uhr ihre Arbeit anfangen. Das ist normal. Ist so auch in Mexiko. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Wie geht es euch? Gut. Super. Und dir? Auch gut. Geschlafen? Ja. 5 Stunden ist genug. Die Pflegeeinrichtung im Münchner Stadtteil Pasing betreut zurzeit rund 220 Bewohner. Schichtleiter Thomas Preuß teilt Brandons Gruppe ein. Du hast heute die Frau Faller. Okay. Die Frau Faller, die haben wir gestern schon geduscht. Okay. Auffallend war, die hat einen Intertrigo unter der rechten Brust. Okay, gucken. Sehr massiv. Die hat als Bedarf so eine Multilinsalbe, die hat sie im Zimmer. Einfach ein bisschen cremen. Ja. Die Kompressen sind im Nachtkästchen. Auf der rechten Seite. Okay. Und dann kriegt man das hin. Wenn was ist, frag einfach. Okay. Dann kann's losgehen. Ja. Jetzt geht's los. Insgesamt arbeiten hier 169 Beschäftigte. Rund 2/3 kommen aus dem Ausland. Tendenz steigend. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Faller. Ja. Haben Sie schon aufgewacht? Ich war in der Schule eine ganze Weile. Okay. Darf ich dir Licht an? Machen Sie Licht an, oder wenn Sie nicht brauchen? Ja, brauche ich. Ja, natürlich. Haben Sie gut geschlafen? Ein bisschen unruhig. Unruhe. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen. Ja. Haben Sie ein bisschen Probleme in Ihrer Brust? Hier, Brüste. Haben Sie ein bisschen rot? Ich hatte hier ganz rot. Brandon hilft der alten Dame beim Anziehen. Erna Faller kommt ursprünglich aus Norddeutschland und ist seit dem Tod ihres Mannes allein. Ich bin ein junges Mädchen von 96 Jahren. Hier bin ich 3 Jahre oder 4 Jahre, weiß ich nicht. Und ich bin hier sehr gut aufgenommen. Mit dem war ich gleich befreundet. Denn nun bin ich auch ein Mensch, ich gehe auf Menschen zu, ich stoße sie nicht ab. Und ein paar spanische Wörter kann ich auch. Und das passt dann schon gleich. Ne? Cerveza. Haben Sie mir einmal gesagt, Bier auf Spanisch, Cerveza, oh, buenos dias. Buenos dias, ja. Buenos dias. Guten Morgen, ne? Una Cerveza natürlich. Ja, una Cerveza, ja. Ein Bier. Ein Bier. Ja, richtig. Das sind so die Sachen, ne? Das ist egal. Wie fühlen Sie die Strümpfe? Ist gut? Ja, die sind gut. Sind gut? Ja. Ich finde das toll, dass die jetzt zu uns kommen nach Deutschland. Ich wundere mich, dass doch alle jetzt nach Deutschland kommen, um bei uns zu lernen. Und das finde ich wahnsinnig nett. Mehr als 200.000 Pflegekräfte aus dem Ausland arbeiten derzeit in der Bundesrepublik. Ja, ich gucke, okay? Das sind Kompressen. Haben Sie noch? In meinem Nachtkasten.
Oh ja, ja, ja. Das ist ein bisschen schlimm. Ja, ich weiß. Seit wann ist so? Seit vorgestern. Vorgestern? Ja. Haben Sie Schmerz? Nein. Verbrannt? Vibrant? Ne? Nein. Ich habe 5 Jahre als Krankenpfleger gelernt und 3 Jahre als Rettungssanitäter. Krankenpfleger ist ein Studium in Mexiko und Rettungssanitäter eine Ausbildung wie hier. Und das war gleichzeitig. Woche habe ich Universität gemacht und Wochenende Rettungssanitäter. Jetzt in Deutschland arbeitet Brandon erst einmal als Pflegehelfer für rund 2000 Euro im Monat. Später muss er eine Prüfung ablegen, um als examinierte Pflegefachkraft anerkannt zu werden. Dieser Beruf ist mit so vielen negativen Dingen behaftet wie Tod, Sterben. Er ist gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt, wie er das eigentlich verdienen würde. Aber es ist ein ganz wichtiger Beruf. Die Bezahlung vielleicht natürlich auch. Unattraktive Arbeitszeiten. Und da ist uns das schon natürlich eine große Hilfe, wenn sich dann jemand bereit erklärt, 4, 5, 6, 7.000 Kilometer zu reisen, um genau diesen Beruf hier auszuüben. Bundesweit gibt es ca. 12.000 Alten- und Pflegeheime. Derzeit arbeiten dort etwa 200.000 ausländische Pflegekräfte. Trotzdem sind viele Einrichtungen unterbesetzt. In ganz Deutschland fehlen rund 35.000 Pflegefachkräfte. Montagmorgen in einem Vorort von Nürnberg. Katharina Haberla bereitet das Frühstück vor. Die 47-jährige Polin wohnt bei einer alten Dame im Haus und betreut sie 24 Stunden lang. 7 Tage die Woche. Marie, ich bin stehen 7 Uhr, Marianne stehen 8 Uhr, waschen. Ich werde Frühstück machen. Haferflocken. Diese ist Lieblingsessen meiner Marianne. Ganz langsam. Oh, Marianne, guten Morgen. Marianne Kotschenreuter ist 98 Jahre alt. Sie lebt allein in ihrem Reihenhaus. Ihr Mann ist vor 8 Jahren gestorben. Seit 4 Jahren nimmt die Rentnerin einen 24-Stunden-Pflegedienst in Anspruch. Ohne die Hilfe der privat organisierten Pflegerin müsste die alte Dame aus ihrem Haus ausziehen und in ein Pflegeheim. Ein Schicksal, das sie mit rund 2,5 Millionen Deutschen teilt. Katharina ist nicht nur eine Ganztagspflegekraft, sondern auch die Haushälterin. Was ist diese? Haferflocken. Genau. Die beiden verstehen sich gut. Marianke, guten Appetit. Danke, gleichfalls. Danke. Schmeckt? Mhm. Gut, gut, gut. Alle Mahlzeiten nehmen die zwei gemeinsam ein. Katharina macht Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Sie ist für die Seniorin immer da und ansprechbar. Oh, meine liebe Marianne ist... Ich kann mal lachen. Lachen, na Marianne, du bist... Diese ist meine alte Patientin, meine Lieblingspatientin. Diese ist meine Prinzessin, meine Madame. Na Marianne, Madame, du bist Madame, du bist alles. Na Marianke. Alles, ja. Ja, Frau ist Doktor. Kein Problem. Auch Frau Doktor. Ja, ich bin Frau Doktor. Ja, bin ich froh, dass ich versorgt bin. Gut versorgt. Neben der alltäglichen Versorgung müssen Pflegekräfte aus dem Ausland auch kleinere medizinische Dinge verrichten. Zum Beispiel Blutdruck messen. Marianne, was heute Mittag? Zu essen. Mhm. Du sagen. Pfannkuchen. Nein. Wie heißen sie denn, die Runden? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. 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 Spinat. Ach, Spinat. In Essigern. Ja. Spinat. Und Eier. Und Eier. Ja. Bin zufrieden. Alles in Ordnung. Alles okay. Katharina war eigentlich Reinigungskraft. Vor knapp 10 Jahren ist sie dann in den Bereich der Pflege gewechselt. An diese Familie, ich bin arbeiten 4 Jahre. 2 Monate, ich bin hier arbeiten.
In 2 Monaten ich bin in Polen. Ich wechsle. Kommen hier meine Kollegen. Voraussetzung für die Ganztagsbetreuung ist ein eigenes Zimmer mit Internetanschluss für die Pflegekraft. Die 47-Jährige hat ihr Refugium im oberen Stockwerk unter dem Dach. Dieser ist mein Schrank. Ja, ich bin kommen hier nach Deutsche. Dieser ist meine Kollegen. Hier ist alles Bettwäsche, neue frische, meine Fernseher, alles. Ja, ist besser. Für mich ist dieses Zimmer ganz besser. Ist kleine, alle feine. Ist Fernseher schauen, ist ruhig, ist Internet. Die Mutter eines Sohnes nutzt ihre Freizeit, um ihr Deutsch zu verbessern. Daneben telefoniert sie viel mit ihrem Mann. Mein Mann arbeitet in Polen, ich bin hier. Ist schade, aber muss. Polen ist nichts gute Arbeit, nichts gute bezahlen, ja. In rund 5 Wochen ist die 47-Jährige wieder zurück in ihrer Heimat in Katowice. Dann wird sie wieder 2 Monate bei ihrer Familie bleiben. Katharina bekommt heute Besuch von Daniel Cihaszek. Seine Agentur hat ihr die Stelle vermittelt. Der gebürtige Pole sieht regelmäßig bei den Pflegekräften vorbei. Wie geht's unserer Frau Kotschenreuth da? Danke. Der Oma geht es sehr gut. Wir machen ab und zu einen kurzen Spaziergang. Nachher spielen wir noch Mensch, ärgere dich nicht. Und dann mache ich Abendessen und gebe ihr ihre Tabletten. Die Kosten unserer Dienstleistung betragen zwischen 2.100 bis 2.800 Euro im Monat. Je nach Qualifikation der Frau, nach Sprachkenntnisse und natürlich nach Pflegesituation in der Familie, was zu tun ist. Mehr als 40 Mitarbeiterinnen arbeiten für Daniel in der ganzen Bundesrepublik. Sie kümmern sich um die Senioren, als Haushälterinnen oder Betreuerinnen in allen Pflegestufen. Wir haben auch Patienten, die mit Pflegegrad 5, also bettlägerig oder im Rollstuhl betreut werden. Da braucht man schon Kräfte, die viel Erfahrung mitbringen oder Ausbildung in diese Richtung vorweisen können. Aber meistens bei den schwierigen Fällen muss man da schon einen Pflegedienst zu Rate ziehen und sich die Aufgaben teilen. In Deutschland werden zurzeit rund 2,5 Millionen Pflegebedürftige zu Hause betreut. Eine private 24-Stunden-Hilfe kostet bis zu 3.000 Euro im Monat. Zusätzlich bekommt die Pflegekraft freie Kost und Logis. Auch ein Internetanschluss muss bereitgestellt werden. Nach seiner Anerkennungsprüfung wird Brandon als Altenpfleger mindestens 3.300 Euro im Monat verdienen. In Mexiko würde er dagegen maximal 1.000 Euro bekommen. Wie später? Ja. Nach Deutschland geholt hat ihn Astrid Ziller. Die Einrichtungsleiterin ist alarmiert, denn hierzulande bewerben sich immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung in der Altenpflege. Deshalb rekrutiert sie Mitarbeiter im Ausland. 2019 sind wir nach Mexiko gereist. Wir haben dort Vorstellungsgespräche geführt mit über 80 Bewerbern und haben dann eine Auswahl getroffen und 44 Bewerber ausgewählt, die inzwischen hier in Deutschland sind und einen guten Job machen. Es ist nicht der erste Versuch. Rückblick ins Jahr 2018. Astrid Ziller wartet am S-Bahnhof gespannt auf 3 Italienerinnen. Die 3 Krankenschwestern wollen als Pflegerinnen in dem Seniorenwohnheim arbeiten. Benedetta, Marilisa und Beatrice kommen aus den Abruzzen. Herzlich willkommen in Alte Münster. Gehen wir, das Gute ist, wir haben es nicht weit. Ich hätte mir besseres Wetter für Sie gewünscht. Auf dem Weg zum Altersheim gibt es schon erste Verständigungsprobleme. Bitte? Nein. Mit mir müssen Sie Deutsch reden. Auch wenn die 3 Frauen sehr wenig Deutsch können, ist Astrid Ziller froh um jede helfende Hand. Entsprechend herzlich ist der Empfang. Wow. So. Wow.
Ein bayerisches Frühstück soll den Arbeitseinstieg erleichtern. Dabei können die drei Italienerinnen einige ihrer neuen Kolleginnen und Kollegen schon mal kennenlernen. Pflegedienstleiterin Stefanie Bottek wird sie gleich herumführen. Befinden Sie sich. Benedetta Salvatore hatte nicht mit so einem Empfang gerechnet. Ich finde es eine sehr schöne Geste, dass wir so herzlich empfangen werden. Ich denke, dass wir uns hier wohlfühlen werden. Die Atmosphäre ist gut. Astrid Ziller freut sich, dass die Italienerinnen in ihrem Seniorenwohnheim arbeiten wollen. Sie hätten sich auch für einen anderen Standort entscheiden können. Ich habe von Ihnen gehört, dass Sie drei alle nach Altomünster wollten. Mhm. Warum? Wir denken, dass kleine Stadt besser ist. Für Sprechen und Deutsch lernen. Ja. In Italien gibt es genug Pflegekräfte auf dem Arbeitsmarkt. In Deutschland buhlt man dagegen regelrecht um sie. Marilisa Adario ist das fast unangenehm. Mich beeindruckt, wie zuvorkommend alle Menschen sind, die wir bis jetzt getroffen haben. Alle sind so geduldig mit uns, obwohl wir so wenig und so schlecht Deutsch sprechen. Keiner möchte uns in Verlegenheit bringen. Es rührt mich schon, dass wir so viel Geduld und Hilfsbereitschaft erleben. Bisher läuft der erste Tag reibungslos. Aber jetzt wird es ernst. Wir starten jetzt mit der Kleidung und Schlüssel, damit Sie dann beginnen können. Bitte einmal mit rein. Wie die Uniformen bei den Italienerinnen wohl ankommen? Die drei Krankenschwestern aus dem Süden werden jetzt rein optisch zu deutschen Altenpflegerinnen. So, wir sind durch mit dem Probieren. Voilà. Hallo. Jetzt sind Sie schon in Kluft. Arbeitskleidung, gell? Die erste. Va bene. Va bene. Ja. Va bene. Va bene. Schauen sehr gut aus. Gut. Passt alles? Mhm. Größe? Ja. Länge? Ja. Und, wie gefällt das neue Outfit? Ja, gefällt mir. Ist niedlich. Weiß. Ungewohnt? Nein, in Italien tragen wir auch weiß. In Chieti habe ich auch weiß getragen. Gefällt dir also? Ja, es ist etwas femininer. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich über die Verstärkung aus Italien. Aber wie werden die Bewohner reagieren? Die Einrichtung bietet Platz für 90 Personen. Darunter sind viele schwere Pflegefälle. Es kommen neue Gesichter. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Wir haben drei Damen aus Italien da. Die kommen zu uns jetzt. Die gelernten Krankenschwestern stellen sich bei allen Senioren vor. Ich bin auch Italienerin. Wo kommen Sie her? Aus Rom. Aus Rom? Ich komme aus den Abruzzen, aus Chieti. Ich weiß nicht, ich kenne das nicht. Nein? Etwa die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner leidet an Demenz. Wir hatten sehr viele solche Patienten in Chieti. Sowohl mit altersbedingter Demenz als auch mit Alzheimer oder Parkinson. Diese Krankheiten führen dazu, dass man sich von der Realität, in der man gerade lebt, entfremdet. Beim Rundgang durchs bayerische Altenheim treffen die drei Krankenschwestern aus Italien eine Bewohnerin in einem Einzelzimmer. Ihnen fällt sofort auf, wie freundlich alles aussieht. Benedetta ergreift die Gelegenheit für einen kleinen Plausch. Wie viele Monate? Anderthalb Jahr bin ich jetzt hier. Entschuldigung? Eineinhalb Jahr bin ich jetzt hier. Okay. Mhm. Sind Sie froh? Froh. Sind Sie froh? Ja, ja, mir gefällt's hier. Ich mache alles noch selber. Genau. Und da ist mir das, was ich schon mal Ihnen versucht habe zu erklären, sagt Qualità di vita. Qualità di vita. Ja. Heißt auf Deutsch? Lebensqualität. Super, sehr gut.
So macht Deutschlernen auch Spaß. Der erste Arbeitstag ist um 12 Uhr mittags vorbei. Wie sind die drei Italienerinnen bei der Pflegedienstleiterin angekommen? Sehr sympathisch. Das junge Leute, die Lust haben, diesen Beruf kennenzulernen. Und das ist nicht immer selbstverständlich. Dieses Lächeln und das Engagement, dass sie sagen, sie möchten hier arbeiten, ist für uns schon mal positiv. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass das Engagement der drei ein abruptes Ende nehmen wird. Zurück in Nürnberg bei Marianne Kotschenreuter. Die 98-Jährige will weiterhin in ihrem Haus bleiben und den Umzug in ein Heim vermeiden. Dabei hilft ihr eine polnische Pflegekraft. In der Altersgruppe der Senioren sind 3/4 der Bevölkerung pflegebedürftig. Jetzt, meine Liebe. Dankeschön. Bitte schön. Während Marianne eine kleine Pause einlegt, kümmert sich die Polin schon ums Mittagessen. Die Pflege 24/7 ist sehr aufwendig und zeitintensiv. Die 47-Jährige schmeißt den Haushalt und muss einkaufen und kochen. Heute Mittag ist Kartoffelpüree und Spinat und Eier. Bis vor rund 4 Jahren konnte sich die Seniorin noch gut selbst in ihrem Haus versorgen. Dann setzte eine leichte Altersdemenz ein. Die 98-Jährige trank zu wenig und musste ins Krankenhaus. Ihre Söhne haben daraufhin den 24-Stunden-Pflegedienst für zu Hause organisiert. Danke, danke. Bitte, bitte. Die Rund-um-die-Uhr-Pflege kostet Marianne Kotschenreuter etwas mehr als 2.000 Euro im Monat. Schmeckt? Und nach dem Essen? Pause machen. Pause machen, ja. Schlafen. Schlafen, ja. Oder Sofa. Okay. Später trinken Kaffee. Ja, ja, Kaffee trinken. Terrasse. Auf der Terrasse. Genau. Oh ja, das ist fein. Weil es heute Sonne scheint. Komm, Marianne, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoch. Ei. Jetzt bin ich da. Warte noch mal. Eine zudecken. Eine Schweinerei. Peter, stehen Marianne nach Kaffee und Kuchen, ja? Ja. Meine Marianne ist hier schläft, ja. Ich bin machen Metzger, bisschen Kuchen auch. Später trinken Kaffee Terrasse. Ich bin spazieren. Kleine Runde. Ist gut. Marianne schläft jeden Mittag mindestens 1 Stunde lang. In dieser Zeit kann die Pflegerin die Rentnerin unbesorgt alleine lassen. Und so macht sich Katharina auf den Weg zum Metzger. Der ist gleich um die Ecke. Das Besondere, in dieser Metzgerei hat Marianne Kotschenreuter fast 30 Jahre lang hinter der Theke Fleischwaren verkauft. Die Seniorin ist hier allen in guter Erinnerung. Ist für die Frau Kotschenreuter, ja, oder? Ja. Wie geht's dir denn? Alles gut. Alles gut. Alles schön. Gut. Die Frau Kotschenreuter kenne ich, als ich ein kleines Kind war. Und ich habe selber eine 86-jährige Mutti als Betreuerin, die wohl letztes Jahr an Brustkrebs erkrankt ist und auch das ganze Programm bekommen hat. Wir haben jetzt nur einen ambulanten Pflegedienst. Ich bin dankbar, dass wir es haben, aber wir sind 10 Minuten für 24 Stunden. Und so eine Ganztagsbetreuung ist optimal. Nur wer kann monatlich mindestens 2.000 Euro für solch eine Betreuung aufbringen? In München ist der Mexikaner Brandon um 8 Uhr mit der Pflege der ersten Rentnerin fertig. Die nächste Bewohnerin wartet schon. Frau Schaffer ist nicht ganz selbstständig. Soll ich ihr helfen? Mit Waschen, Grundpflege und Essen geben. So, guten Morgen, Frau Schaffer. Guten Morgen. Wie fühlen Sie? Ein bisschen in Ruhe. In Ruhe, sehr gut. Wir sollen eine neue Einlage wechseln, Ihre Einlagen. Ja, man muss alles frisch machen. Alle frisch machen, sehr gut. Brandon war bereits 2019 in Deutschland und hat ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Seitdem möchte er als Altenpfleger in die Bundesrepublik und sich hier eine sichere Existenz aufbauen.
Kriminalität in Mexiko ist ein großes Problem. Meine Mama hatte sie immer Angst, wenn ich auf der Straße gegangen bin. Vielleicht konnte ich zurück nach Hause. Und das ist ein bisschen traurig, wenn so in einem solchen Länder wachsen. Und ja, ich suche einfach, wo sicher ist. Und leider, mein Land ist gefährlich. So, sehr gut. Können Sie laufen? Laufen kann ich nicht. Sehr gut. So, jetzt sitzen. So. Deutschland ist mehr und mehr auf ausländische Pflegekräfte angewiesen. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Ich komme aus Mexiko. Woher kommen Sie? Von Moskau. Moskau? Ja. Moskau trifft auf Mexiko. Brandon betreut Frau Schafür heute zum ersten Mal. Machen Sie, dass mir nicht kalt ist. Ja, ich weile mich. So, jetzt. So, hier. Rein. Sehr gut. Frau Schafür, einmal Ihren Mund auf. So. Und Mango. Jetzt Frühstück. Thomas, soll ich Frau Schafür draußen essen oder hier? Mit ja, probier mal. Also sie kann ruhig draußen. Okay. Frau Schafür, ja. Wie geht's Ihnen denn? Guten Morgen. Guten Morgen. Es geht hier ganz gut. Es geht. Der Brandon gibt Ihnen jetzt noch das Frühstück, ja? Ich höre nicht. Der Brandon gibt Ihnen jetzt noch das Frühstück. Nein, ich weiß nicht. Sie würden geben, gewiss. Okay. Fieber hat sie nicht, also klingt tatsächlich ein bisschen erkältet. Schichtleiter Thomas Preuß schaut Brandon immer wieder über die Schulter. Schließlich ist der noch in der Probephase. Natürlich, wenn jemand neu ist, man muss immer mal wieder gucken, was kann er, was macht er, wie macht er das, was er kann. Ja, ein bisschen kompliziert, aber besser immer fragen. Oder wenn ich etwas einfalle oder ich nicht richtig gemacht, mein Kollege sagt mir, und ich habe Kritikfähigkeit oder Kritik bekommen und für mich ist normal. Für das Team bedeuten neue Kollegen immer auch Stress. Aber gleichzeitig ist man froh über zusätzliche Kräfte. Denn helfende Hände fehlen überall. Bundesweit sind 35.000 Stellen in der Pflege unbesetzt. Ein bisschen Kaffee. Ein bisschen. Mund auf. Sehr gut. Es schmeckt gut. Es schmeckt gut. Schmeckt gut. Nach dem Frühstück hat auch Brandon Pause. Er trifft sich mit zwei Landsleuten, die genau wie er vor kurzem ihre Arbeit in der Einrichtung begonnen haben. Alison Madrid und Manuel Silva sind jedoch in einer anderen Abteilung eingesetzt. Wie läuft es mit der Sprache? Es ist schwierig, aber nach und nach wird es besser. Ja, es ist schon schwer. Wenn du glaubst, alles zu wissen, kommt neue Grammatik dazu und alles wird noch komplizierter. Ich glaube, es ist das Schwierigste, was ich jemals erlebt habe. Die Ankunft hier. Deutschland ist ein schönes Land. Sicher ist gut. Aber die Arbeit? Die Arbeit ist schwer, aber gefällt mir auch. Am Anfang immer mit einer Kollegin angekommen und ein Bewohner hat mir gesagt etwas und ich habe nicht verstanden. Kannst du bitte kommen? Und ja, aber jetzt ich verstehe ein bisschen mehr und ich glaube es besser. Die drei müssen noch viel deutsche Grammatik büffeln, denn die Berufsanerkennung gibt's nur nach bestandenem Sprachtest. Wie fordernd gerade die Verständigung für Pflegekräfte aus dem Ausland ist, mussten 2018 auch drei italienische Krankenschwestern erfahren. Kaum in Deutschland bekommen Marilisa, Benedetta und Beatrice im Seniorenwohnen Deutschunterricht.
Insgesamt 7 Pflegerinnen und Pfleger aus Italien haben sich hier versammelt, um mit Lehrerin Flavia zu pauken. Benedetta Salvatore aus den Abruzzen wird aufgefordert, ihren Tag zu schildern. Kennst du schon deine Aufgaben? Mhm, ja. Wir haben die Mitarbeiter gesehen. Mhm. Und wir haben unsere Kollegen getroffen. Wenn Benedetta ihre Deutschprüfung schafft, wird sie in ein paar Monaten anerkannte Fachkraft für Altenpflege sein. Und dann stehen ihr in Deutschland alle Türen offen. Doch da ist auch das Heimweh. Viele Pflegekräfte sind tausende Kilometer von zu Hause entfernt. Da ist der Kontakt mit der Familie wichtig. Wie geht es euch? Gut. Ich wollte euch erzählen, wie es heute gelaufen ist. Also, wir haben uns die Einrichtung angesehen. Wir sind mit der Straßenbahn dahin gefahren. Wir sind 1,5 Stunden gefahren. Freust du dich? Ja, sehr. Ich bin glücklich. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Nach nur 6 Monaten kehrten die 3 Krankenschwestern zurück nach Italien. Für Wohnheimleiterin Astrid Ziller ein herber Rückschlag. Denn die Rekrutierung von Pflegekräften aus Italien sollte die Personalnot lindern. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, warum die, weil es, ich denke, es ist ein großer Schritt, in ein anderes Land zu gehen. Vielleicht ist so der Eindruck hängen geblieben, dass die für sich gesagt haben, ach, so ein Jahr im Ausland ist vielleicht mal ganz nett und dann gehen wir sowieso wieder zurück oder so in der Art. Also dann waren sie wieder weg. Das war eine große Enttäuschung. Umso größer ist die Hoffnung der Heimleiterin nun, dass die mexikanischen Kräfte in München bleiben. Denn sie werden hier dringend benötigt. Guten Morgen. Sie, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ziller. Wie geht's Ihnen? Gut. Und Ihnen? Danke, gut. Sehr gut. Haben Sie sich ein bisschen eingelebt bei uns? Ja, ich glaube schon. Genügt. Wir machen jetzt eine gesellige Runde mit Bewegungen und mit Musik und Singen. So, umdrehen. Brandon bringt ein Stück Lebensfreude in den Heimalltag. Ich finde diesen Beruf super, so mein ganzes Leben. Ich mache meinen Beruf. Ich will mein ganzes Leben in diesem Beruf bleiben. Und wenn es nach Astrid Ziller geht, darf Brandon in ihrem Seniorenheim auch in Zukunft weiterarbeiten. Bei den Mexikanern habe ich den Eindruck, dass der Entschluss, hier in Deutschland zu bleiben und sich hier ein Leben aufzubauen, sehr viel gefestigter ist als bei den Kolleginnen aus Italien, die damals so schnell wieder zurückgegangen sind. Der Weg ist auch weiter. Dazu braucht man, glaube ich, einen festeren Entschluss zu sagen, ich gehe nach Europa. Heimweh und Sprachprobleme sind die größten Hürden für ein gutes Ankommen als ausländische Pflegekraft. Auch Brandon vermisst seine Familie und speziell seine Freundin. Doch die wird ihn in 2 Tagen besuchen kommen. Hallo, meine Liebe. Guten Morgen. Hallo. Hast du gerade geschlafen? Ja. Wie spät ist es denn? 6 Uhr. 6 Uhr? Dann lass uns später über deinen Flug sprechen. Mhm. Wie geht's dir? Müde bin ich. Dormida. Müde? Dann lasse ich dich weiter schlafen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Tschüss. 48 Stunden Nacht muss warten. In diesem Moment, ich habe keine Kontrolle und Gefühl, das sind viele Gefühle zusammen. Wie lange haben Sie Ihre Freundin nicht mehr gesehen? Fast 2 Monate.
fast 2 Monate. Ja, nicht so viele, aber ich mache hier. Ich hoffe, ich will hier sein. Ja. Ich gehe nach Hause, ich bin müde. Ja. Ich lieber schlafe. Ja, tschüss. Brandon hofft, dass seine Freundin, die in Mexiko Medizin studiert, irgendwann zu ihm nach Deutschland ziehen wird. Zurück in Nürnberg. Katharina Haberla kommt vom Einkaufen. Die Pflegerin aus Polen kümmert sich rund um die Uhr um eine 98-jährige Rentnerin und wohnt sogar bei ihr zu Hause. Die 47-Jährige ist selbstständig. Als 24-Stunden-Pflegekraft wird sie pauschal bezahlt und verdient rund 2.300 Euro im Monat. Dabei verteilt sich die Arbeitszeit auf die Phasen, in denen die Patientin konkrete Unterstützung benötigt oder Aufgaben im Haushalt anfallen. So kann Katharina ihren Arbeitsablauf relativ frei gestalten und selbst entscheiden, wann sie Pause macht. Aufstehen, meine Liebe, Cappuccino trinken und Cappuccino. Ja, und Kaffee und das, Kuchen. Den trinke ich gern. Ja. Ja. Warte mal. Ei. Sonnenschein. Ja. Die Terrasse trinken Kaffee. Bissiele. Oh. Wo kann ich mich hinsetzen? Hier. Ein Klavier. Oh. Schön. Haben richtig gut geschlafen. Bitte schön, meine Liebe. Ja, danke. Geht alles. Oh. Geht alles schön. Unterstützung oder gar Pflege aus der eigenen Familie war bei Marianne Kotschenreuter nicht möglich, denn ihre beiden Söhne sind selbst längst in Rente. Hallo, Mutti. Hallo. Eine Überraschung. Dir geht's gut, ne? Grüß Gott. Grüße. Ja, wo warst du? Ich komme von daheim. Hallo, Kathi. Hallo, Knut. Wie geht's? Alles gut. Ja. Ihr lebt ja nicht schlecht. Nein. Schuhe raus. Ja. Knut Kotschenreuter wohnt 200 Kilometer entfernt. Er besucht seine Mutter, wenn möglich, alle 14 Tage und beaufsichtigt ihre Pflege. Der 70-Jährige hat mit seinem Bruder die Ganztagspflege für seine 98-jährige Mutter organisiert. Sie war da schon mindestens 3-mal in Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalten. Und die konnte sich überhaupt nicht integrieren oder an irgendwas. Die machen ja Aktivitäten, konnte überhaupt an nichts teilgenommen. Immer wenn wir hinkamen zum Besuch, hieß es, oh, die Frau Kotschner liegt im Bett. Und da werde ich verkümmert da drin. Das war die einzig praktikable Lösung für sie. Also Kostenfaktor, würde ich sagen, monatlich so ungefähr 2.300 Euro. Dazu kommen noch Kost und Logis für die Pflegekraft. Dank der Beamtenpension ihres verstorbenen Mannes und ihrer eigenen Rente kann sich die Seniorin die Pflege durch Katharina aus Polen leisten. 24-7-Pflege bedeutet auch, für Unterhaltung und Ablenkung zu sorgen. Egal, wie die Würfel fallen. Ja. Die spielt das gern. Also man muss halt sagen, jetzt spielen wir. Und dann will sie nicht mehr aufhören, bis wir sagen, Mutti, es reicht, du machst auch keinen Aufstand, das ist dann okay. Darf ich auch mitspielen? Die fast 100-Jährige genießt das gemeinsame Spiel. Ein Zeitvertreib, der auch geistig fit hält. Um 6:30 ist dann Zeit fürs Abendbrot. Die regelmäßigen Mahlzeiten geben dem Tag Struktur. Bitte schön, Marianne. Danke. Und Gabel. Servette auch. Marianne, schmeckt? Gegen 20 Uhr geht es mit der Abendpflege los. Na, 1, 2, 3. Ja. Machen Toilette. Oh la la. Oh. Ganz langsam, Marianne. Das tut weh. Ja. Ich massiere, Marienke.
Oh, jetzt. Toilette, ja. Komm, Marienke. Etwa 300.000 Pflegebedürftige nehmen in Deutschland diese Art der 24-Stunden-Betreuung legal in Anspruch. In München wartet der mexikanische Pfleger Brandon am Flughafen auf seine Freundin aus der Heimat. Ihr Flugzeug ist gerade gelandet. Ich bin froh, ich bin gespannt, nervös. Ich glaube, sie ist noch verloren. Brandon arbeitet in einem Münchner Altenheim und will sich hier ein neues Leben aufbauen. Dafür nimmt er Heimweh und Liebeskummer in Kauf. Nach gut zwei Monaten das erste Wiedersehen. Ich habe dir Blumen mitgebracht. Ich bin so glücklich. Ich bin froh, dass ich endlich da bin. In Amsterdam war es schwierig, den Anschlussflug zu finden. Aber jetzt bin ich da. Lass uns gehen. Fast 10.000 Kilometer liegen zwischen Mexiko und München. Eine Fernbeziehung, die den beiden Verlobten einiges abverlangt. Es ist schon bei mir. Jetzt 10 Tage ein bisschen zusammen. Ja. Brandon lebt in einer Wohngemeinschaft im Nordosten von München. Hier wohnt er mit anderen Pflegerinnen und Pflegern zusammen. Es gibt eine Gemeinschaftsküche und jeder hat sein eigenes kleines Zimmer. Ich studiere Medizin in Mexiko. In einem Jahr bin ich fertig mit meinem Studium. Willst du also danach hier als Ärztin arbeiten? Ja, das würde ich sehr gerne. Aber es ist ein Traum. Es gibt noch keine konkreten Pläne. Aber ich würde gerne hier bleiben, bei ihm. In Mexiko ist die Situation für Ärzte und Krankenpfleger sehr schwierig. Man verdient nicht genug Geld, um dort leben zu können. Das ist sehr schwierig. Fernanda hat in ihrer Heimat bereits einen Anfängerkurs für Deutsch absolviert. Ihre ersten Sprachkenntnisse? Ich heiße Fernanda, ich wohne aus Mexiko. Ich komme in Puebla. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Ärztin vom Beruf. That's all. Mein Traum ist in vielleicht 5 Jahren schon meine Anerkennung erreichen und verheiratet, ein Kind vielleicht, ja, vielleicht eine kleine Wohnung, ja, aber so ist Anerkennung mein Studium. Brandon ist nur einer von vielen engagierten, mutigen jungen Menschen, die fern der Heimat unsere alten Menschen betreuen. Ihnen allen ist dieser Film als Dank gewidmet, denn ohne sie wäre unser Pflegenotstand noch viel gravierender.